Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Far Cry 3. Ja, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir gehen erstmal uns hier die Kisten holen. Ja, Nummer 1, cool. Nummer 2, cool. So, und jetzt gehen wir mal hier zu diesem Penner, ich würde den so gerne in den Kopf schießen. Aber das lassen wir mal lieber. Hey, was geht? Der Kompass zeigt bergab. Was? Kein Hallo? Oh, wie schade. Geschichte. Captain Lincolns Grab. Die Legende behauptet, dass der da voll auf Pharao machte und sich ein Grab bauen ließ, bevor Zheng He kam und sein Reich einstampfte. Aber niemand wusste, wo das Grab ist. Doch, ich tippe mal. Bon voyage, Mann. Kein Problem, das kann ich schaffen. Na klar, schaffen wir das. Findet den Weg zum Grab. Okay, können wir hier runter. Was? Warum zieht er hier die Waffe ein? Hey, hier ist doch irgendwas, hier steht doch irgendwas. Einfach hier runter so ins Wasser. Hui! Sehr schön. Ich würde erstmal auftauchen. Das war ja mal ein cooler Bauchklatscher, vor allem von da oben, Bauchklatscher. Den hätte es doch normalerweise zerstückeln müssen. Blick. Hallo? Ich hab doch gewusst, dass es hier noch was Schönes gibt. Es war nicht so viel Schönes, wie ich dachte. Oh, wo geht's denn hier wieder lang? Ach, hier müssen wir dann vielleicht lang, dass wir dann da wieder rauskommen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Na, dann wollen wir mal. Und rein damit. Cool. Oh. Oh, passiert ja gar nichts. Sind das nicht mal die Pilze, die wir mal sammeln mussten? Man fragt sich, wie die es jedes Mal hier reinschaffen. Ich frage mich wirklich, wie die es immer wieder hier reinschaffen. Ich meine, ich habe einen Schlüssel. Ach, das Ding bumm, ne? Ah. Hä? Gibt's ja gar nicht. Attacke! Stirb doch, du Trottel! Thank you.
hier irgendwas finden. Sucht einfach weiter. Was machen die alle hier? Hat Buck die etwa geschickt? Das frage ich mich halt auch immer. Ich meine, ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel oder diesen Kompass-Dings, wo ich hier reinkomme, und die sind schon hier drin. Hör auf damit. Du findest niemanden, du Pfeife. Warum das sich immer noch aufregt? Da müsste es doch nicht schon langsam gewöhnt sein. Nein, das ist keine Verarsche, das ist alles grober Ernst hier. Das wird sich zeigen, Fräulein. Hört doch! Ist denn das dein verschissener Ernst? Alter, der stirbt nicht! Gibt's doch gar nicht. Wurde ja mal Zeit, ey. Es ist ja Wahnsinn. Hallo? Hallo? Ich seh mal nach. Nö, bleib lieber weg. Bleib lieber weg. Sicher, sicher. Könnte irgendwann mal ins Auge gehen. Dankeschön. Hallo? Hallo? Hier wird's mir langsam zu krass. Selbst für mich. Hey, komm zurück! Du feige Sau, was ist los mit dir? Komm zurück! Oh mein Gott! Dieser Trottel! Du bist eher abgehauen, meinst du wohl? Wie kann denn der mich hier sehen? Wie könnte denn der mich jetzt durch das Gemüse sehen, frage ich mich. Warte, ich muss erst plündern. So, jetzt können wir spielen. Jetzt können wir miteinander spielen. Du machst gar nichts mehr. Voll ins Knie geschossen.
finde dich. Du findest niemanden mehr. Wo denn? Oh, danke. Ich habe keine freie Schussbahn. Ich auch nicht. Der darf uns nicht nochmal entkommen. Klar? Lol, 40 Leute. Spinnennetz. 40 Leute tot? Und der jammert rum hier. Muss ich da runter? Wo? Wer? Nur da unten, die sehen mich. Gut. Dankeschön. Hoffentlich war das nicht. Ich würde jetzt bloß mal gerne wissen. Ah, hier ist er. Ich wollte gerade sagen, wie kommen wir denn hier rüber? Ich wollte schon gerade mit Heulen anfangen. Aber das hat sich ja dann doch erledigt. Dankeschön. Dankeschön für die Kohle. Benutze das Gerüst, um das heiße Wasser zu erreichen. Danke, das nehme ich auch noch gerne mit. Wenn man sich eigentlich mal überlegt, wie schwer eigentlich Far Cry 1 gewesen ist, im Gegensatz zu denen hier. Das ist alles eher hier so... Warum liegen die da unten tot rum? Nutze das Gerüst. Hier bestimmt lang. Das sieht nach Säure aus. Da gehe ich sicher nicht rein. Oh, da ist der Feind. Scheiße! Hab ihn gefunden! Der ist in Deckung! Nimm dem Arsch das Licht aus! Blöder Wichser! Achso, der ist schon tot. Schlaf schön. Wow.
Das wirst du mir büßen. Hauptsache bekloppt. Schön, Don, dankeschön. Dankeschön. Hier. Wow. Scheiße. Was macht denn der Hampelmann dort? Mann, bleib doch stehen. Okay, bis jetzt noch keine da, aber das wird sich irgendwie doch ändern, ne? Ich kenn doch mein Glück. Das sieht so cool aus, wir warten das auf hier. Ist doch ganz easy. Dann macht doch die Scheiße nicht, sage mal. Dolch gehört mir. Ja, hier wird doch bestimmt noch irgendwas passieren. Da steht doch bestimmt noch gleich 12 gepanzert oder so irgendwo. Oder kommt dann von hinten irgendwie angeschissen, wo du dir überlegst, wie sind die überhaupt hier runtergekommen? Dieselbe Tür wie letztes Mal. Sesam, öffne dich. Boah, das Ding ist riesig. Alter, sieht das geil aus. Die Brücke ist Toast. Es muss einen anderen Weg geben. Das riecht nach Schwefel. Oder ich habe was Falsches gegessen. Dann würde ich wohl mal lieber rennen, oder? Blupo, 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 blupo. Mm.
Ich wette, das hat seit Jahrhunderten keiner gesehen. Ja, aber das Feuer brennt trotzdem noch. Ist doch hier ist doch irgendwo ein Komodo-Waran, oder? So wie das klingt. Bist du ganz schön widerstandsfähig, mein Freund. Fragst du dich trotzdem, wie die Jahrhunderte hier drinnen überleben können? Dieser Kerl war wirklich ernsthaft verrückt. Würde ich jetzt auch dezent behaupten. Fragen Sie sich ja wirklich, was die hier drinnen gefressen haben, gell? Wie die da 100 Jahre da drinnen sind. Da bist du ja. Cool. Du bist nicht hier. Dieses Mal nicht, Junge. Hast du es gefunden? Das Messer? Das Grab? Ja, ich habe den Dolch. Ich komme. Wir treffen uns bei mir. Wir treffen uns bei mir. Ja, war doch ganz easy, oder? Unglückliches Wiedersehen. Da gucken wir doch gleich mal, wo wir hin müssen. Dorthin, okay. Pass auf, wir können ja unsere Waffen nicht irgendwie... Ach doch, dort gab es diesen Händler, die Händlerin gab es ja dort, ne? Verdammt. Ja, egal, wir gehen jetzt hierher, verkaufen hier unser Zeug. Alles gut. Holen uns Munition wieder. Verkaufen wieder alles. So, mal sehen, ob wir dann endlich unseren Kollegen jetzt freikriegen oder ob das wieder so eine. Ob der wieder irgendwelchen Schmutz von uns will. Wir haben schon wieder über 6000 Dollar. Oh, sehr schönes Wetter, gefällt mir. Wow! Jetzt müssen wir bloß mal kurz gucken, wo müssen wir lang? Genau, einfach bloß hier unten lang, hoch.
Und dann da vorne irgendwo links einfach hier bloß der Hauptstraße. Warte mal, da können wir doch einfach mal. Wir sind doch sowieso ein Profi im Autofahren. Achso, das ist wieder so eine komische Herausforderung oder irgend so was, was uns gar nicht interessiert. Da hinten ist es. Das machen wir aber dann erst nächste Folge, weil ich nicht weiß, was passiert nicht und ja. Deswegen würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst sehr gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Dann bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.